Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 17. Ja, wir sind wieder hier auf der Losberg. Naja, wer hätte es gedacht, wieder alleine. Das ist so ein Scheiß mit dem Internet. Keine Ahnung, ob ich es jetzt schon mal angesprochen habe oder nicht, aber jedenfalls. Koch sein Internet kann nicht synchronisieren, weil es zu schwach ist. Ja, dann haben wir privat geprüft, ob ich bei ihm spielen kann. Ja, das geht. Es war sogar relativ annehmbar vom Ping her. Haben dann eben privat gespielt auf einer Map. Ja, dann hatte er die ganzen Mods und so. Wir wollten hier aufnehmen. Wollten spielen. Ja, ich hatte einen Ping von, keine Ahnung, über 2000 jedenfalls. Und die sich ein bisschen was mit so Ping-Zeugs auskennen, die wissen, wie toll das ist. Und naja. Jetzt bin ich eben wieder alleine hier. Wie wir das hinkriegen, keine Ahnung. Ja, jedenfalls. Bis wir eine Lösung haben, werde ich wohl noch alleine sein. Jetzt nervt Snapchat wieder. Aber naja. Die Wii-Folge werden wir weitermachen. Bei dem Feld da oben. Das, was wir jetzt geerntet haben. Das werden wir jetzt die Ballen pressen. Und ja, die Ballen pressen, was wir noch machen, weiß ich nicht. Dann werden wir wahrscheinlich mit Grubern beginnen. So. Also. Dann stellen wir das hier mal ab und holen die Ballenpresse. Ah, da hängt schon ein anderer Traktor dabei. Dann hängen wir den hier schon mal an die Ecke. Gut. So, das Ding da vorne haben wir einen Weg. Ne, das Ding muss ich sowieso abhängen. Ansonsten kann ich danach ja die Ballengabel nicht mal anhängen. So. Jetzt können wir Ballen pressen. Danach werden wir die mal heimfahren. Und ich glaube aber nicht, dass wir es die Folge noch schaffen. Zu grubern. Aber naja. Ja, den Mähdrescher habe ich jetzt erstmal hier abgestellt. Ja. Ganz ehrlich, ich habe echt keinen Plan mehr, wie man das jetzt noch lösen könnte. Wir haben ja jetzt schon alles versucht. Weil sein Internet, es ist einfach zu schwach, dass er bei mir joinen kann. Es ist einfach zu schlecht mit dem scheiß Ping, weil es hilft ja nichts, wenn ich alle 3 Minuten mal einen Meter fahren kann. Beziehungsweise teilweise konnte ich nicht mal in die Fahrzeuge einsteigen. Und ja, das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deshalb erstmal noch alleine. Keine Ahnung, ob wir es irgendwann hinkriegen, dass wir zu zweit sein werden. Ah, naja. Aber wie ging das jetzt nochmal auf? Leertaste IC-Steuerung VBE, hä? Pickup heben. Also Z ist es jetzt, und sonst war es glaube ich immer O oder X. Und weiter geht's. Ja, schön Strohballen, die werden wir dann eh für die Tiere brauchen. Quaderballen werden jetzt zwar einfacher zur Hand haben, aber naja, wir haben keine Quaderballenpresse.
Aber naja. Kann man nichts machen. So. Man muss die ja auch noch so ab. Also Z ist es hier. Ich hoffe mal, der wird jetzt nicht davonrollen. Ne, das tut er nicht. Und weiter geht's. Die macht auch, glaube ich, gar nicht so große Ballen. Können wir ja gleich mal schauen. So, hier rüber. Liter Ballen macht die, naja. Gut. Ich weiß nicht, ist euch der Ton zu leise vom Spiel? Dann müsst ihr sagen, dann schalte ich ihn lauter in der nächsten Folge. Naja, aber es gibt ja wie immer nicht viel Neues bei mir. Ich mache ja fast Tag ein, Tag aus dasselbe. Entweder Schule oder, naja, im Moment ist es doch abwechslungsreich. Über was könnte man uns denn unterhalten? Fragen. Ich habe ja gesagt, ihr sollt mir Fragen stellen. Nur, ich habe die natürlich jetzt nicht rausgesucht. Und deshalb kann ich die jetzt hier auch nicht beantworten. Die müsste ich dann in der nächsten Folge mal hier rechts aufmachen. So. Zum Thema Livestreams. Das wurde gefragt, das weiß ich gerade noch auswendig. Wie es mit Livestreams aussieht. Es ist eine schwierige Sache. Ich hätte schon Bock mal wieder was zum Streamen, aber ich wüsste nicht was, weil ich könnte zwar mal LS streamen, aber das interessiert ja nicht wirklich viele. Auf Hunter, wie man vielleicht Bock auf Hunter, wie man vielleicht gemerkt hat, habe ich in letzter Zeit nicht wirklich Bock. Keine Ahnung warum, aber ah. Am Anfang war ich fast süchtig nach dem Spiel und jetzt schon langsam kann ich schon nicht mehr sehen, weil, naja. Aber im Moment bin nicht ich der Einzige, dem es so geht. Ich dachte eigentlich, mit der neuen Map wird es besser, aber naja, nach einer Woche hatte ich auch schon wieder von der neuen Map die Schnauze voll, obwohl die eigentlich richtig geil ist. Nur, naja. Keine Ahnung, woran das liegt. Also, Also, was gibt's denn sonst Neues? Bei mir ist immer das Gleiche, es gibt bei mir nicht viel Neues. Und naja, wenn wir zu zweit spielen könnten, wäre es wenigstens etwas unterhaltsamer. Aber naja, wenn es nicht will, dann will es nicht. Irgendwie mache ich jede Folge das Gleiche. Ich überlege, was ich mit euch reden könnte oder was wir jetzt denn hier besprechen könnten. Und dann ist erst wieder die Folge rum und ich weiß noch immer nicht, was wir besprechen könnten. Wenn es jetzt mal so richtig viele Fragen gäbe, da könnte man ja eine Folge mit Fragen füllen, aber so viel Fragen gibt es ja dann auch wieder nicht. So. Und fertig sind wir.
Jetzt fahren wir zurück zum Hof, stellen die Ballenpresse weg und dann probieren wir mal, wie die Ballengabeln funktionieren. Ich habe die nämlich ehrlich gesagt noch gar nie getestet. Und wenn wir das jetzt mal machen. Aber der Steier, der gefällt mir irgendwie urgut. Weiß nicht, woran das liegt. Ist ein geiler Mod, der Traktor. So, ja, meine Rückfahrkünste lassen auch gerade zu wünschen übrig. So, einigermaßen gerade steht es ja da. Jetzt hängen wir vorne da die Ballengabeln an. Und dann gehen wir die Ballen abholen. So. Da kommen ja eigentlich echt viele Ballen raus, nachdem die mit 4000 Litern nicht so groß sind. So, rala. Ist ja jetzt hier mit der Maus zu steuern. Das ist etwas kniffliger. Kann man hier noch was umstellen? X vergrößern. Ne, noch größer brauchen wir es nicht da. Kann man da die Dinger angurten? Zu schwer, ja. Geht eigentlich von R. Nein, man kann es anders nicht befestigen, also man muss sie so fahren. Ups. Also gar so gescheit schaut das nicht aus, wenn die dann so rumhüpfen. Ach ne, jetzt liegt der richtig. Und jetzt vorne noch zwei. Und dann geht's zurück zum Hof. Also das mit der Maus, das ist gewöhnungsbedürftig. Im 15er hat man einfach V gedrückt, dann ist das Ding runtergegangen. Dann hoch und mit X befestigt. Aber hier gibt es kein Befestigen und kein V. Gut. Dann geht's jetzt zurück zum Hof. Oh, und jetzt haben wir aber auch schon wieder die 15 Minuten erreicht. Die fahren wir noch schnell zurück und dann war es das aber auch schon wieder. Ja, ich glaube, die stellen wir in eine Halle.
In der Mitte legen wir die hin. Die Mauer hat wohl keine Kollision, wie es aussieht. Die Mauer hat keine Kollision. Oder die Ballengabel hat keine Kollision, eins von beiden. Können wir jetzt hier austesten? Ne, die Mauer hat keine Kollision. Gut. So, aber das war's für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.